Skinners, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Runde Zap Zap die Bap Bap. Man muss hier, ihr wisst schon, rumseppen und die Leute erstechen und Zeug machen. Ich habe ja das krasse bunte Knife am Stissel, also es wird easy ein 16:0 für mich. Ich habe tolle Neuigkeiten für euch. Erstens, meine Prüfungen sind jetzt bald rum, morgen ist die letzte. Dann habe ich endlich Semesterferien und habe wieder viel mehr Zeit und kann mich auch mehr reinhängen in die ganze Chose und ja, auch ein bisschen nackt mal was aufnehmen. Was erzählst du schon wieder? Und ich habe jetzt für die, die ständig fragen, wie kann ich dich noch unterstützen und wie kann ich dies machen und das, ich habe kein Geld, aber ich will dir helfen und hin und her. Es gibt nun die Möglichkeit, dass diese Leute komplett kostenlos spenden können. Über eine Seite, die nennt sich Loot. Loot, glaube ich, ja, Loot. Come on, bitch, I gonna fuck you up. Can shizzle? Fuck, es geht nicht weit genug, oh mein Gott. Ja, die Seite nennt sich Loots oder Loot. Und darüber kann man komplett kostenlos, die Spenden werden so gehandhabt vom Stream wie normale Geldspenden. Also ihr werdet auch einfach im Stream gezeigt, eure Spende wird gezeigt, plus eben die Nachricht, die ihr dazu schreibt. Also ihr könnt dann auch ganz normal so interagieren, ohne Geld ausgeben zu müssen. Es ist auch ein Link, dem man folgt. Okay, da ist niemand. Come on, Bier. Come on, Bier. Come on! Auf der kommenden Seite, das ist dann so eine Seite, meist mit irgendeinem Gaming-Hintergrund, so war es zumindest bei mir. Ich habe das bei anderen Streamern gesehen und habe es empfohlen bekommen. Und dann gibst du da einfach deinen Text ein. Die Spendensumme ist, glaube ich, vorgetragen. Das wird in irgendwelchen Punkten, ausgewertet und dann aber in echt Geld praktisch irgendwann umgewandelt. Ihr schreibt also eure Nachricht rein, sendet die Spende ab, dann müsst ihr, glaube ich, noch die E-Mail verifizieren. Ich weiß nicht, ob das einmalig ist oder jedes Mal gemacht werden muss. Bei so Spendengeschichten könnte ich mir vorstellen, dass man dann jedes Mal kurz auf sein E-Mail-Postfach gehen muss, um diese Spende zu bestätigen, damit es nicht gespammt wird. Wobei es auch nur alle 15 Minuten geht von einem E-Mail-Account oder von einer IP aus. Ich habe es bereits von einigen Leuten empfohlen bekommen und dachte mir immer, naja komm, es ist doch jetzt nicht zwingend nötig, sowas einzurichten, da es aber immer wieder Leute gibt, die halt einfach sagen, ich würde gerne was spenden, aber ich habe kein Geld auf dem PayPal-Konto oder ich habe keine PaySafe-Card oder ich habe einfach gerade nicht so viel Geld, um einfach Geld rauszuhauen, ja, ganz schlicht und ergreifend. Oh fuck! Nein, Flash! Um Gottes Willen, um Gottes Willen, oh Gott. Okay. Und da finde ich, ist das wirklich eine echt angenehme Geschichte. Und was für die meisten Leute wahrscheinlich einfach das Beste daran sein wird, ihr könnt praktisch kostenlos auch mal im Stream angezeigt werden als Text, ne, als Spendentext. Bestimmt eine coole Sache. Come on, bitch! Wie, ich bin noch gestorben von der Bombe. Die Seite ist eine recht besondere Seite, denn man kann sich da ganz normal anmelden. Damit du die Sache starten kannst, brauchst du aber einen Invitation-Code. Von jemandem, der bereits drin ist. Da ich meine Kontakte habe, habe ich nach einigen Tagen einen Code erhalten. Es ist natürlich keine schlechte Sache, denn wenn das jeder machen könnte, dann wäre die Seite wahrscheinlich auch nicht mehr so lukrativ oder würde schlechter dastehen, weil sie wahrscheinlich dann auch schneller missbraucht werden würde. Irgendwelche Leute würden diverse Mittel und Wege finden, wie sie eben daraus... Ah! Fick! Wie sie daraus eben... illegalen Profit schlagen können. Und dann mir verliere. Ich habe es bereits in meine OBS-Einstellung eingefügt. Das heißt, es sollte bereits beim nächsten Livestream tadellos funktionieren. Können wir dann natürlich testen. Bitch! Was? Das kann man seine Eltern erzählen. Nein. Okay, die haben bestimmt keine Munition mehr. Oh fuck, was? Er schmeißt einen Molly. What the fuck, dude? What the fuck, dude? Isn't it, dude? Incoming, bitch. Jawohl. I'm defuseling the bump. Oh Gott, er kommt! Bitch, ich hab die Bombe defuselt, Dreckarsch. Und die dritte Information, wie war mein Wochenende, speziell die Nacht von Freitag auf Samstag. Viele von euch haben es ja mitbekommen, ich habe im Kindergarten bei meiner Freundin ausgeholfen als Hilfserzieher. Und diese Waldwoche, sie gehen immer x-mal im Jahr für eine gesamte Woche in den Wald, also täglich hin und zurück. Und freitags war es dieses Mal kurz vor den Schulferien, weil da eben auch Hortkinder dabei sind, gab es eine und da gibt es immer eine Übernachtung. Und diese Übernachtung haben wir gemacht in einem Garten, also Zelten. Und... Oh, fuck it, doodle doo! No, no, deine haarige Mutter kann... Fuck! Das war dumm, dass ich hier lang gegangen bin. Und diese Übernachtung war eine ziemlich chillige Geschichte. Also ich dachte, es wird vielleicht anstrengend oder ich habe es mir anstrengender vorgestellt, aber es war wirklich kicky. Wir haben Stockbrot gemacht, wir haben Marshmallows gemacht, wir haben sogar eine Nachtwanderung gemacht. So im Scherz haben wir gesagt, ja komm, jetzt gehen wir da hoch. Da ist so eine Kapelle mitten im Wald, also gut 45 Minuten Fußweg entfernt. Und die Kinder, ja, das machen wir. Und wir so, okay, ein paar wollten nicht mit. Wir sind dann nur mit denen natürlich gegangen, die auch wollten. Bitch! Motherfucker! Oh, schade. Es war dann so, dass vier Kinder bei uns mitgegangen sind. Wir sind dann zu zweit als Erziehende mit den Kindern durch die Weinberge hoch in den Wald gelaufen zu dieser Kapelle und drei sind unten geblieben. Und der Plan war, dass wir dann eben, wenn wir oben sind, mit den Taschenlampen hinunterleuchten und den Kindern zeigen, guck mal, auf diese Distanz kann man das Licht trotzdem sehen und wie schnell man das Licht sehen kann und hin und her. Lichtgeschwindigkeit, bla bla bla, Entfernung vom Mond zur Erde und so weiter und so fort. Haben wir dann philosophiert und ja, war eine coole Sache. Und die Kinder haben fast ohne zu quengeln diesen Weg durchgehalten. Das habe ich anfangs einfach so gesagt.
Ne, ich kam mit meiner Freundin zusammen, habe erfahren, sie ist Erzieherin. Ich bin Chemiker und studiere Informatik, also ich habe damit nichts am Hut. Aber ich habe zu ihr gemeint, ey, ich komme mal vorbei bei euch. Weißt du, mal ein bisschen die Kinder rumbumpe. Und dann hat sich irgendwann rausgestellt, dass es tatsächlich, dass ich ja mal kommen kann. Und das ist schon das dritte Jahr, dass ich da mit dabei bin bei solchen Sachen. Bei diesen Waldwochen oder wenn irgendeine Freizeit auf einer Burg ist oder so. Bitch, Doodle! Ach was, er klaut mir den Kill? Oh no, dude, the number 18. I think they're coming from behind. Ach, doch nicht. Okay. Ja. Darum habe ich auch die Videos vorproduziert. Also die für Freitag und Samstag waren vorproduziert. Dieses hier nehme ich jetzt gerade auf am Sonntag. Es ist jetzt 14.55 Uhr. Das Video wird etwas später kommen als sonst. Also normalerweise kommen die Videos ja täglich um 17 Uhr. Aber das wird so nicht geschehen heute. Macht aber nichts, wir haben es ja nicht eilig. Okay, come on, dude. Get it on, snitch. Oh mein Gott, wie ich schon jubel, erregiert. Reaction! Der Trick ist, ihr müsst euch so hier hinstellen. Ihr geht hier rüber, werft hier den Brief ein an der Hurk und geht hier hin. Und schon seid ihr praktisch an seiner Haustür. Fette Bitchboss im Treppenlift. Hab ich ihn? Nee, gell? Fuck, 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 doch. Nein, shit. Ich hab ihn echt, ich hätte schwören können, ich war auf seinem Bein, aber vielleicht dann doch zu weit weg. Ich taser so wenig, dass ich mich überhaupt gar nicht mit dem Ding auskenne. Auf wie viel Kilometer geht denn das Ding so ziemlich genau? Wie lange braucht denn das von 0 auf 100? Ich spiel mit Nutella. Ich hätte jetzt gerne so einen Einspieler. Ich drücke auf das Stream Deck, das ich jetzt bald aufbaue. Und dann komme ich so mit Nutella im Gesicht. Aber das muss ich erst noch herstellen, nicht? Oh my god, habt ihr überhaupt noch Munition? Der Fat Bitches! Ach, scheiße, Mann. Wie weit schießt das Ding? Wenig bis gar nicht weit? Ich verstecke mich hier. Aber erst lese ich die Karte. Suppen. Rinderkraftbrühe. Ja, gut für Rinder, aber ich will ja was gesch... Oh my god. I need your fucking help, though. Fuck, wir sind gefickt. Nein! Okay. Okay, easy peasy. Lemons Cura Risi. Gut, der eine hat geschossen, das heißt, ich muss ihn jetzt, fuck, der andere hat noch. Ha! Nein! Oh mein Gott! Was? Er hat mich getroffen? Ich war auf einer anderen Map gestanden und er trifft mich. Achtung, guck mal. Ja, okay, das hat da für mich aber ganz anders ausgesehen. Schiebung, der cheated. Longarm! Morgen ist dann die letzte Prüfung. Zum Glück erst um 13 Uhr. Ich kann also schön auspennen. Das ist für mich das Wichtigste. Also ich merke wirklich, mittags bin ich mindestens 1 bis 2 Notenstufen besser. Also morgens, da bin ich froh, wenn ich nicht erstick während der Prüfung. Dass ich das Atmen nicht vergesse beim Schlafen und Prüfung schreiben. Hey, Boys! Man kann die ganze Zeit Granaten kaufen. Was mache ich? Ich pull mir im Arsch. Manchmal hasse ich mich so ein bisschen. You get... God, I'm gonna get fucked. Oh God, I'm gonna get fucked. Na na na. Na 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 yeah. Na 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 na. Wie sexistisch ist das denn? Bitte bleib stehen. Oh mein Gott, Inhuman Reactions! Weißt du, ich hol so Pokémon-Sammelordner raus. Inhuman Collections! Aber hab ich nicht. Ich hab meine Sammelkarten nie in Ordnern gehabt. Hab ich die in Ordnern gehabt? Ich hab die einfach immer in Stapeln gehabt. Girls, just wanna get flashed. Na 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 na. I feel good. Ach ja, und noch eine ganz wichtige Sache. Die Skins und die ganzen Spenden werden erst heute gut geschrieben und ausgehändigt. Ich war jetzt ja die ganze Zeit nicht da. Einige von euch haben mir schon Anfragen geschickt bezüglich der Skins und gemeint, hey, yo, kriege ich meine Skin dann jetzt langsam mal? Die Anfrage lehne ich immer ab, weil ich ja dann in dem Moment nie genau weiß, ob es wirklich der richtige, die richtige Waffe gerade verlangt. Ich schicke euch die noch, keine Sorge. Aber ich habe ja angekündigt, dass ich jetzt sehr beschäftigt bin und eben keine Zeit habe, die Sachen direkt zu machen. Also manchmal dauert es eben ein paar Tage, bis ihr dann die Sachen erhaltet. Oh, jetzt war da keiner, komm. Also keine Sorge, ich hau die Sachen noch raus. Scheiß euch da nicht ein. Ich habe bis jetzt Minimum 100 Giveaways gemacht und insgesamt wahrscheinlich schon 300, 400 oder 500 Skins rausgehauen. Also die Sachen kommen schon noch an. Ja, keine Sorge. You don't need to have any sick. Oh my gosh. Hit me, bitch. Britney, bitch. Also Leute, keine Hektik, ich schnibbel hier die Folge, während die rendert mache ich Thumbnail, Titel, Text und so weiter und so fort, Beschreibung, pipapo und dann kümmere ich mich um diese ganzen liegen gebliebenen Arbeiten, die seit Dienstag liegen geblieben sind, die erledige ich dann alle. Das versteht ihr sicherlich und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Sau hell auf einmal. Kommt mir irgendwie heller vor heute als sonst. Klima-Orlag, oh, warte. Tsching, tsching.